Servus Leute, es ist aus meiner Sicht mal wieder Zeit für einen Strider Talk. Es hat sich mittlerweile ein bisschen wieder was getan und mir sind wieder ein paar Sachen aufgefallen. Dementsprechend werde ich jetzt mal ein paar Worte darüber verlieren. Werde auch ein paar Worte sagen zu dem Max, den ich über Facebook kennengelernt habe. Werde ein paar Sachen zeigen und wie gesagt, mir ist da in letzter Zeit mal wieder ein Licht aufgegangen, aber bevor ich jetzt noch weiter irgendwas erzähle, würde ich euch mal wieder mit nach unten nehmen. So, ihr seht hier meinen derzeitigen Stand der Sammlung, was die Strider angeht. Ich habe vor kurzem das Double Gunner Grip vom Max wiederbekommen, von dem Max Messer auf Facebook. Den hatte ich vorher schon kennengelernt, als ich die Titan Hardware für mein SMG bestellt hatte. Von daher wusste ich, dass er eine vertrauensvolle Person ist. Das war dann nach der Einstellung. Ja, also hier ist kein Teflon oder sonst irgendwas drin. Das sind wirklich Phosphor-Bronze-Washer, so wie man sie bekommt. Ich werde jetzt gleich noch was dazu sagen. Aber vorerst nochmal ein ganz großer Dank an Max. Das Double Gunner Grip, wie gesagt, hat mich vor kurzem jetzt erreicht. Er hat dementsprechend, das könnt ihr euch dann im Jabo anschauen, in dem Lock, in dem Frame-Lock, einen Stift eingesetzt, weil der Lock, wenn ich ihn rüber gedrückt habe, sodass kein Plate-Play mehr da war, stand er bei 100%. Viele Leute haben mich jetzt gefragt, warum hast du das Messer nicht zurück zu Strider geschickt? Erstens, weil es zu teuer ist. Zweitens, weil ich keine Lust habe, mit Strider in irgendwelche Diskussionen zu gehen, was wohl schon sehr oft passiert sein soll. Muss jetzt keine üble Nachrede sein, weil ich nicht weiß, ob es wirklich so ist. Und drittens, weil ich keine Lust hatte, dass mir Strider ja einfach nur irgendeine komischen Kappe drauf macht, die dann auch noch scheiße aussieht. Also bei Strider muss das Messer nur funktionieren, es muss nicht schön aussehen. Das verstehe ich. Aber was der Max hier hingezaubert hat, das ist wirklich eine andere Klasse. Und vor allen Dingen ist das Messer auch so geschützt vor weiterem Verschleiß. Also es wird mit Sicherheit nicht mehr so leicht verschleißen, als wäre das nur diese Titanseite, die hier hinten anliegt. Also ganz großes Lob, wenn irgendjemand hier noch Bedenken haben sollte, ihr braucht euch da absolut keine Waffel machen, wenn ihr hier einen Strider habt, bei dem der Lock runtergerockt ist, setzt euch in Verbindung mit dem Max, wie gesagt, Max Messer auf Facebook, der ist da ein absoluter Künstler, was diese Geschichte angeht, dem vertraue ich da auch absolut. Ich habe auch schon überlegt, wahrscheinlich wird noch das ein oder andere SMG von mir bei ihm auf dem Tisch landen. Ja, und halt die Titan Hardware genau das gleiche. Kann ich wirklich absolut nichts zu sagen. Bei dem Umbau kann ich euch noch keinen Preis geben. Setzt euch bitte mit ihm in Verbindung, handelt mit ihm was aus. Bei der Hardware war es so, dass ich für die Komplett-Hardware bei ihm 40 Euro bezahlt habe. Und er hatte schon gesagt, manche haben sich aufgeregt, von wegen es wäre zu teuer. Mal ganz ehrlich, also man sollte hier die Kirche im Dorf lassen. Ich habe für die Komplett-Hardware vom 550er damals 60 Euro bezahlt. Und das kam direkt aus den USA. Und wenn man hier 40 Euro bezahlt, finde ich, ist das ein sehr fairer Preis. Und wenn er da seine 10 Euro dran verdient, Herrgott, also es gibt Schlimmeres. Ja, also so viel dazu. Max, nochmal vielen Dank. Wirklich absolut saubere Arbeit. Ich bin begeistert davon. Hier übrigens auch. Also man hat dann die Möglichkeit, die Hardware, diese Hardware habe ich jetzt nicht bestellt, die habe ich damals schon mit dem Messer so mitgekauft. Es gibt wohl bei ihm mehrere Farbkombinationen. Das ist jetzt die normale Titanfarben, dieses silberne. Dann gibt es dementsprechend Bronze anodisiert, zum leichten Goldton. Dann gibt es noch Blau, das könnt ihr beim Forza sehen, beim Strider Freak. Und ich glaube, er hatte auch Schwarz im Angebot, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ja, ich warte jetzt noch drauf, also das Messer wird mit Sicherheit dann auch neue Hardware bekommen, genauso wie das Messer, das gehört aber nicht mir, sondern meinem Arbeitskollegen. Und da ist mir auch mal wieder aufgefallen, das ist übrigens der obligatorische Strider Pouch. Strider Tactical Pouch, wollte es nochmal gezeigt haben. Er hat hier jetzt ein SMG mit den abgerundeten Seitenflächen. Und auch das Messer, aufgrund dessen, dass wir hier ja, ein Stonewash und eine polierte Oberfläche haben, ist wirklich absolut frei schwingend und steht trotzdem bombenfest und mittig. Einfach nur genial.
Wie gesagt, er wartet hier auch noch drauf, dass er die andere Hardware bekommt. Wirklich ein Sticky Lock. Kleines bisschen vielleicht, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Ja, was ist mir jetzt aufgefallen zu den Stridern, neben den Sachen, die ich eben gerade genannt habe? Es wird ja mal rumgeheult, auch über die Qualität von Strider. Habe ich auch schon böse Worte drüber verloren. Aber man sollte jetzt mal differenzieren. Das ist mir jetzt gerade so in den Sinn gekommen. Deswegen auch das Video. Die Qualität der Strider-Messer ist sehr gut. Das Finish der Strider-Messer lässt zu wünschen übrig. Das heißt, wenn ihr in dieses Strider noch eine gewisse Arbeit reinsteckt, läuft dieses Strider genauso weich wie ein Sebenza und macht auch keine Zicken mehr. Man muss halt ein bisschen nacharbeiten. Damit muss man leben. Ich hatte vor kurzem auf dem Tisch das Lone Wolf von Prano. Ich hatte auf dem Tisch das Steeltech Kommando von Stefan. Die waren qualitativ auf einer ganz anderen Schiene. Und da kann man sich dann wirklich drüber aufregen. Das ist aber auch preislich eine andere Geschichte. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Hier ist es wirklich nur, deswegen liegt ja auch das Emerson. Die Qualität ist eine andere Geschichte als das Finish, finde ich. Es zählt zwar mit rein, okay, ja, sicherlich. Aber wenn man hier noch ein bisschen Arbeit mit reinsteckt, ist das alles kein Problem mehr. Bei dem Emerson würde ich immer noch ein paar Abstriche machen, aufgrund dessen, ich hatte gestern auch das Gespräch mit Wolfgang drüber. Emerson schlägt hier einen anderen Preis an. Also ich sag mal, in Emerson, da seid ihr in den USA mit, ich sage jetzt mal $200 dabei. Und dafür bekommt ihr auch Titanliner und halt ein 154 cm, ist jetzt nicht der beste Stahl der Welt, aber macht derzeit einen sehr, sehr guten Job. Ich bin auch von den Emerson-Messern überzeugt und begeistert. Ich habe hier auch natürlich etwas nachgeholfen. Das heißt, man wird wahrscheinlich nie diese Klinge zum Fallen bringen. Aber es ist doch ein sehr, sehr weicher Klingengang. Aber das hängt auch wieder damit zusammen, dass wir hier zwei Detents haben. Also wir haben nicht nur den linken, sondern auch den rechten Detent. Ja. Genau das Gleiche. Man darf sich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das eingefangen bekomme. Ich weiß nicht, ob ich hier noch die. Ja, hier sieht man es so ein bisschen. Das ist eine sehr, sehr raue Oberfläche, die wir hier drin haben. Das ist einfach nur Finish. Fehlendes Finish. Wo sie sagen, naja gut, das ist uns nicht wichtig. Das Messer tut seinen Dienst und damit ist gut. Und genauso verhält es sich hier mit den Strider-Messern. Wenn man aber die Dinger nochmal auseinander nimmt, ein bisschen poliert, ist das alles kein Problem. Genauso habe ich mich auch dazu entschlossen, ich werde hier die Beschichtung, die Tiger Stripes, wieder abtragen. Das wird wahrscheinlich ein ähnliches Experiment wie hier, wo dann diese Ghost Stripes draus geworden sind. Aber ich werde hier noch ein bisschen mit dem Finish spielen und dann werden wir mal sehen, was hinterher dabei rauskommt. Also das Messer ist noch nicht so in seiner finalen Version. Da wird sich noch ein bisschen was ändern. Ich werde euch dann nochmal auf dem Laufenden halten, weil ihr seht auch hier, das ist. Naja. Also es läuft noch nicht hundertprozentig frei, muss es auch nicht, aber ich finde es halt ganz schön, wenn es so ist. Und das nächste ist übrigens auch, wenn ihr euch bei Max die Hardware bestellt. Hier ist es immer ein bisschen knifflig, weil viele das Tool nicht haben. Ich habe ja dementsprechend dieses Fahrradtool. Das hatte ich hier auch noch irgendwo rumkullern. Ja, komme ich dran? Ne, ich glaube nicht. Ja, ist aber in einem vorangegangenen Video von mir irgendwo zu sehen. Bisschen knifflig, wenn ihr die Hardware von Max bestellt. Habt ihr einen ganz normalen Inbus, einen Sechskant und den von beiden Seiten. Das heißt, hier habe ich auch ohne ein schlechtes Gewissen Schraubensicherung dran gemacht, weil ich genau weiß, ich kann von hinten kontern und von der anderen Seite aufdrehen. Absolut genial. Deswegen habe ich auch, Max hatte mich gefragt, ob ich vielleicht die normale Achsschraube haben möchte in Titan. Habe ich aber abgelehnt. Ich wollte diese MSC-Schraube, also diese Strider Custom-Schraube haben, weil sie für mich sinnvoller erscheint. Weil die kriegt man ganz einfach reingedreht und rausgedreht. Finde ich klasse. Kann ich nur empfehlen. Also nochmal, großes Lob an Max. Wenn ihr ein Lockproblem habt, setzt euch mit Max in Verbindung, lasst euch den Stahlstift einsetzen.
Ich hatte mit dem Robert Treno von Saartools gesprochen. Cooler Typ, alles in Ordnung. Hatte auch ein sehr nettes Telefonat mit ihm. Aber er hat gesagt, CC und Gunner Grip macht er gar nicht. Max macht die. Also keine Bedenken haben, da irgendwas hinzuschicken. Und könnt ihr bei ihm auch gleich fragen, was er für die Hardware in Verbindung haben möchte. Ja, das soll es dann auch schon wieder gewesen sein. Das war noch beim Einkauf dabei. Ich glaube, die kommen von Kamil. Bin ich mir nicht ganz sicher. Aber fand ich auch sehr cool. Ja. Strider-Messer kriegen von mir eine eingeschränkte Empfehlung. Definitiv coole Messer, müssen halt ein bisschen nachgearbeitet werden. Ich bin auch nicht der Fan davon, zu sagen, okay, spielt das Messer erstmal für ein paar Monate ein, bevor ihr das aufmacht. Ich würde es einfach aufmachen, würde die Klinge polieren, würde die Schalen ein bisschen polieren, die Washer polieren. Und mit ein bisschen Glück seid ihr dann schon dabei. Also, da gehört nicht so viel dazu. Ja, lässt sich einstellen, so dass es bombenfest ist und trotzdem weich läuft. Das muss einem erstmal nachgemacht werden. Also nicht mir, sondern Strider, sage ich damit. Okay, dann soll es das auch wieder gewesen sein. Wir gehen nochmal kurz nach oben, ein paar Abschlussworte und dann sind wir auch schon durch. Also nochmal, das soll jetzt nicht die ultimative Lobhudelei sein. Die Strider-Messer haben mit Sicherheit einige Schwächen. Aber ganz so schlecht wie ihr Ruf ist, wollte ich sie jetzt nicht dastehen lassen. Man sollte wirklich sich darüber im Klaren sein, wenn man da noch ein bisschen Arbeit reinsteckt, ist es ein super Messer. Kann man sich jetzt darüber streiten, ob das bei einem 400 oder 500 € Messer der Fall sein soll. Ich fand es lohnenswert. Die Messer haben immer noch eine absolute Faszination für mich, also allein das Design. Von daher werden das mit Sicherheit auch nicht die letzten Strider-Messer gewesen sein, die ich mir gekauft habe. Und das, obwohl ich auch ein absoluter Reef-Fanboy bin. Ja. Ich warte jetzt drauf, dass Max mir Bescheid sagt, wann die nächsten Titan-Hardware-Sachen da sind. Dann werde ich da auch nochmal ein Update für euch machen. Nein, ich kriege keine Prozent bei ihm. Oder Max. ja. Wenn mich jemand fragt, soll ich mir einen Zweiter kaufen, ja oder nein, es muss jeder selber entscheiden. Ich habe den Kauf nicht bereut, bei keinem Strider. Ich war am Anfang natürlich ein bisschen überrascht, wo ich gesagt habe, naja, so die Qualität. Aber wenn man da noch ein bisschen Zeit und Liebe reinsteckt, ist das alles auch kein Problem. Gut, dann sage ich wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Eventuell bis zum nächsten Mal und ciao.